Kölle Alarv im Schnee. Heute sind wir viel aus der ersten Bundesliga dabei bei der Preview. Köln gegen Augsburg. An meiner linken Seite wie immer der Armin. Hallo, aber wir sind noch nicht im Februar, ne? Wir haben noch keinen Karneval. Ja, aber 11.11., ne? Ja, stimmt. Das ist natürlich vorbei inzwischen. Schneegestöber. Du darfst mit Köln spielen? Ich habe deine Aufstellung noch nicht gesehen. Ich weiß nur von meiner, dass ich sehr verletzungsgeschwächt hier anreise. Und somit wirst du gewinnen. Ich reise auch mit Marco Höger, konnte ich nicht reintun, weil er verletzt ist bei uns hier. Genau, ansonsten sieht alles aber ganz gut aus und mit Modest und so. Und Ruth Neffs natürlich vorne Sturm. Wir sehen gleich nochmal die Aufstellung. Wird hier nicht viel anbrennen, denke ich. Wir haben eine relativ defensive Aufstellung. So auch gar nicht viel dran verändert. Risse natürlich hier mal rechts außen, mal nicht rechts hinten. Habe ich mal ein bisschen nach vorne gezogen. Hector im zentralen defensiven Mittelfeld. Ja. Jetzt bin ich mal sehr gespannt bei dir. Oh, Altito. Ja, weil Kuh verlässt es und Katscha in der Innenverteidigung uns auch verlässt. Deswegen muss ich Carsten Bracke reintun. Jan Ingwer. Den Jan Ingwer, genau. Und Hümmler. Ja, der ist besser als der letzte Schieß, glaube ich. Ja, ist das so? Haben die unterschiedliche Eigenschaften? Ja. Echt? Weiß ich nicht. Die sehen nur... Weiß ich schon. Okay. Auf jeden Fall, ja, du solltest schon das Spiel hier gewinnen. Ich bin ja in der Favoritenrolle, glaube ich. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ich kann nur durch ein Wunder hier irgendwas reißen. Aber ja, wir schauen einfach mal. Jetzt auf dem Boden vor allem natürlich ist auch unser Frage. Lieblingsboden, muss man dazu sagen. Wir hassen beide Schnee auf dem zu spielen. Wobei Gestöber, es geht noch irgendwie. Also richtigen Schneefall haben wir hier bisher noch nicht gehabt, ne? In den paar Spielen, wo wir im Winter nicht hier stimmen. Ist hier los, abseits? 1:0 ist hier. Hallo? Das war abseits. Nee, das war ein perfekter Tag. Abstehen. Ja, ja. Guck mal. Gut, ne, setzt sich auch mal gut durch, holt seinen nächsten Scorer-Punkt. Ja. Und es war ganz knapp wahrscheinlich. Ja, Carsten Bracher. Und den lässt er natürlich nicht nehmen. Jo, das war's. Das war ein ganz schneller Tor. Wir müssen dazu sagen, beim letzten Spiel, das wir gespielt haben, das weiß ich gar nicht, das sage ich jetzt noch nicht, verrate ich nicht, wer gegen wen, aber da gab es auch ein sehr, sehr schnelles Tor. Sogar genauso schnell, auch in der 5. Minute, genauso wie das. Ja. Am Schluss hat aber die Mannschaft nicht so hingekriegt. Ja, hat noch das Spiel ziemlich aus der Hand gegeben, nach dieser sehr frühen Führung. Ich hoffe, das mache ich jetzt hier anders. Ja, wirst du anders machen. Bitten kurz. Oh, das wird ein Klatsche für mich, glaube ich. Boah. Hallo? Warum fallst du da ab? Keine gelbe Karte. Beigespielt. Ja, beigespielt. Ja. Ja, okay, das war sehr zuversichtlich. Aber wie gesagt, du musst ja auch gewinnen. Du bist der Favorit. Ja, das stimmt. Das wird nichts. Das wird schmerzhaft für mich. Oh. Ja, ich hätte schon dafür schießen sollen. Also schön, ist einfach da wie ein Fels in der Brandung. Ja, ich wollte eigentlich mit Risse noch eine richtig gute Schussposition haben, weil der hat ja auch einen guten Schuss. Und irgendwie war es dann zu spät. Oh. Oh. Genau, rennt euch um, ist sicher. Kleines Spielchen hier. Ja, du lässt mich laufen, oder wie? Nee, ich laufe jetzt selber lieber. Weil wenn ich nicht laufen muss, dann faul ich auch. Ach, nee. Genau. Oh nein! Oh. An die Latte. Du kriegst gar nichts. An die Latte, können wir es hier nochmal sehen? Ich dachte, ja. Nee, ich meine, doch. Ich dachte, der geht sofort rein. Ich meine, nach dem Fehlpass wieder mal von Jan Ingwer, Carlsen Bracker, der, glaube ich, keine lange Halbwertszeit hat. Ich wollte es zu genau machen wieder. Ich wollte ihn schön unter die Latte setzen und dann war es ein bisschen zu genau. Na gut, ich glaube, ich kann mich aktuell nicht beschweren. Genau. Natürlich. Und ich wollte jetzt dich auch nicht so krass abziehen mit und diese Chance so krass ausnutzen. Okay. Vielen Dank. Super, da hätte auch noch zu Ende werden können. Ich wusste nicht, ob er. Manchmal schlägt er ihn einfach dann unkontrolliert weg und da habe ich keine Lust drauf. Ja, genau. Schade. Hier sehen wir nochmal das Tor. Ja, gut, da war nichts zu halten dann, nachdem er schon so weit durch war. Ja, das Thema war durch, richtig. Gegessen. Achso, ich habe jetzt Abschuss gemacht. So gefühlt. Ich dachte, ich bin das. Nee,
Das war Alter, boah. Wir haben gleichzeitig gedrückt dann. Ich dachte echt so, diese Taste habe ich schon gedrückt. Ich habe ganz normal Abschluss gemacht, ich weiß nicht. Ach komm, Martin, ey, das muss doch nicht sein. Das ist wieder gelb, mindestens. Nee. Oh doch, oh, Twitter. Nur gelb, ey. Das ist immer wieder das Gleiche, das muss doch echt nicht sein. Hardcore hat hier die gelbe Karte kassiert. Gerade ist wieder frisch aus der Verletzung zurück und schon. Ich dachte schon, das rot wird. Ja, es war von hinten gegen die Beine rein, das gibt öfter mal gut. Ja, vor allem egal, wo du auf dem Platz bist. Och. Als ob ich da was mache, ganz ehrlich. Das sollte aber auch gar nicht so kommen eigentlich, das war nicht gut. Nee. Genau, haltet euch auch dann. Nein, ich hab so lange gewartet, ey. Bis er endlich mal gelaufen ist und dann war deine Augen. Ach, Kaltenbacher war das gar nicht, wer war denn das? Ach, er hat den Fehler gemacht. Was, wer hat den Fehler gemacht? Was ein Fehler? Bayer sieht man auch nichts. 1-0. Wer ist Bayer? Zieht den Bayern den. Nee, das ist anders. Oh, ne, Alter. Alter. Nee, doch nicht. Alter. Doch, ja. Oh. Das nächste Spiel ist eher so eine Art in Richtung Top-Spiel. Da ist Köln alles andere als in der Favoritenrolle. Nur mal so eine Frage. Starken gab es dieses Spiel nicht schon? Hoffenheim gegen Köln? Ja. Nee. Im DFB-Pokal, ja. Ja, aber an diesem Wochenende gab es das doch auch nochmal in der Liga. Nee. Ich hätte es gedacht. Ich weiß nicht, was. Schreib es mal in die Kommentare. Ich gucke auch nochmal in Videos, aber. Hä? Kann, das wäre nicht komisch, das ist noch nicht mal Rückrunde jetzt. Der nächste Tor ist dich. Oh! Boah, dann hätte ich mich an Rhythmus den Glauben verloren. Rhythmus, der Chancen tot. Alter, wie ich da nochmal richtig gecampt habe. Ja, der ist nicht schlecht geflogen, aber guck mal, wie ich da nochmal richtig hingeflogen bin. Ich habe echt alles probiert. Du wärst zu spät gekommen wahrscheinlich, aber war in dem Fall ja überhaupt echt? Nicht nötig. Ja, so funktioniert es natürlich gut. Bei Augsburg geht noch nicht so viel zusammen. Wie soll ich denn dann noch einen Ausgleich machen? Jawohl, bei dir aber auch nicht so. Außer ein Tor. Oh, was ist denn? Das war schon wieder Chor, das ist ja klar, ne? Aber doch nicht. Ich hab doch gar nicht... Das ist gelb-rot. Alter, ich schwöre. Das machst du mit Absicht, damit ich nächsten Spieltag wieder mehr Probleme habe. Woher soll ich denn wissen, ob ich nicht diese Mannschaft hier spiele? Ey. Aber nicht mal 32. Minute ab, mich oberlang gehalten. Ey, schon wieder gelb-rote, das ist unglaublich. Hast dich oberlang gehalten. Du spielst einfach viel zu aggressiv. Kein Wunder, dass du immer gegen mich verlierst. Ja. Guck mal da. Okay, ich habe den Ball nicht erwischt. Habe ich überhaupt dich auch erwischt? Ich glaube schon. Ich lag auf jeden Fall. Konstantin Rausch lag danach. So viel ist sicher. Ich werde einfach benachteiligt. Total, ja. Ja? Total. Gut, der Chor, der hat sowieso eine Scheiße gemacht, irgendwie so gefühlt. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Vor allem, öfters ist es mal so, die Mannschaft, die in Unterzahl ist, gewinnt dann plötzlich, weil sie es wirklich allen zeigen will, dass sie es auch so in Unterzahl können. Das will ich ja, weißt du? Okay. Boah, wie schön er durchsteckt. Nur Köln ist halt der Gegner, das ist ein bisschen schwierig. Hutnefs! Heißt er eigentlich so, oder sprechen wir den ganzen falsch aus dem Ausland, ne? Nee. Also jedenfalls, was ich so gehört habe. Was macht ein Linksverteidiger bestimmt bei dir, oder Rechtsverteidiger? Ich weiß nicht. Du hast bis Bittencourt verletzt ist. Ja, da ja jetzt nicht mehr. Also der hat eine OP bekommen. Knie-OP, das dauert schon ein bisschen länger. Ich glaube, die Hinrunde ist gegessen. Ja, kann sein. Ich hab nicht drauf geachtet. Jetzt, wo du es sagst, ist Timo Horn eigentlich auch nicht dabei. Ich weiß nicht, was der am Knie hat. Ob das auch lange dauert. Jonas Hector. Oh, mit dem habe ich letztes Mal 2 Tore gemacht. Ja, das ist aber schon länger her. Also den letztens. Okay, letztens. Oh, der Spielzeug oder sowas. Der hätte auch drin sein können. Nee. Aber der war Hits. Ja, ja, dann dafür war jetzt dann. Da war jetzt gut. Weißt du, der Chor fiel gar nicht, weil ich Hits drin habe. Ja, also. Genau. Du wirst schon noch sehen, wie Chor die fehlt. Abwarten. Guck mal hier, bei Dortmund gegen Bayern, da haben wir auch nicht gemerkt, dass Hummels eigentlich hinten gefehlt hat. Ne?
Oh. Ja, was ist denn jetzt hier? Risse. Das kommt ja auch noch zum Schuss wie jeden, das bitteschön. Ja, so aus dem Stand raus können die alle überhaupt nicht schießen, noch ungemerkt. Ja. Ja, aber Meter gut. Vorbei. Ja, ein Meter vorbei. Kann gut sein. So circa. Du winkst und dann rätst du nicht, alt den Top. Solche Grätschen muss ich machen. Das war mal ein gut getimte Grätsch, tatsächlich. Ich kann das ja, aber öfters nur noch ein bisschen einfach zu spät. Ja. Und es ist auch Schnee, da rutscht man ja auch länger. Oh! Es gibt noch einmal Ecke, wenn ich das richtig sehe. Ich hab doch dich berührt und nicht den Dings, den Ball. Jetzt gebe ich es ja zu. Ja, ich merke schon. Ja, nee, Schöne Parade. Da konnte auch noch ein bisschen fliegen. Ja, wie gesagt, du hast manchmal einfach nicht das Timing drauf, das Richtige um. Vielleicht ist es auch ein Bug. Oh! Ne? Rudnefs, schon wieder! Ja, rat mal, warum ich mit dem immer so erfolgreich bin, Rudnefs. Weil er mich bei mir auch nicht trifft. Der hat irgendwie so eine Blockade, da läuft gar nichts dran. Trotzdem wäre, glaube ich, der Torjäger aktuell. Also bei uns. Bei uns. Nee, der Ribéry ist da. Oder sind die sind gleich auf, oder? Ja, das könnte auch sein. So, die erste Halbzeit habe ich hinter mich gebracht. Oh, ja, also bei Augsburg läuft gar nichts zu sagen. Ja, ich weiß auch wieder Schnee, ich kann da nicht spielen. Bei Köln auch nicht so viel, aber besser auf jeden Fall. Also mehr als bei dir auf jeden Fall. Und wir jetzt hättest doch, du ja auch eigentlich schon 2-0 führen können, ne? Ja, Köln könnte auf jeden Fall auch mal ein bisschen mehr aus der zahlenmäßigen Überlegenheit, aus der Überzahl rausschlagen. Bislang ist da noch nicht viel passiert. Nee. So, da kann man ja wechseln. Dreimal. Ich habe eigentlich die komplette Mannschaft irgendwie durcheinander geschmissen jetzt. Alles umgestellt. Nur die Taktik nicht. Und du hast gar nichts gemacht, oder wie? Ich habe keinen einzigen Wechsel vollzogen aktuell noch. Ich warte noch, bis ich die dann aus konditioneller Hinsicht dann einfach noch ein bisschen sinnvoller verwenden kann. Mhm. Ich hoffe mal, in Umstellung bringen was, weil ich hatte ja bisher noch keinen einzigen Schuss gehabt. Oh. Ja, guck mal, kaum ist Kaselbacher raus, läuft sie. Ja, komm. Ja, was denn? Boom! Hallo, das war doch vielleicht mal ein Foul? Jawohl. Das gibt's nicht. Hast du gesehen, wie ich den abgedrückt habe? Was ist hier los? Alter, nein. Alter! Rudnefs macht das Tor nicht selber, weil er schon weiß, er verkackt sowieso. Hast du geschossen oder Ich habe gepasst. Ich hab gepasst ganz normal. Ja. Da zacken, wackelt die Tribüne. Aber du hast ihn auch nicht rausbekommen. Also das war leider... Warum macht... Hitz hätte... Oh. Hat ihn doch schon. Was ein Tor, ey. Ganz ehrlich. Hitz hat ihn schon. Ja, im Prinzip schon. Ich dachte auch, dass ich zu spät komme. Ich wollte auch deswegen nicht direkt drauf schießen, weil ich dachte, der geht eh gegen Hitz. Und dann ist er nicht drin. Und so habe ich dann die effektivere Variante gewählt. Obwohl ich gerne mit Runden erstmal ein Tor machen will. Hm. Ich habe es auch schon 90 Minuten probiert. Es geht. Ja, ich mache noch eins. Ein Ergebnis. Aber ja, das war nicht effizient genug geklärt, auf jeden Fall von dir. Und vor allem, ich habe in der Innenverteidigung keinen roten, sondern im Mittelfeld. Und trotzdem fehlt ihm dann einer komplett. Ja. Oder was? Und ich spiele keine totale Offensive. Oh. Könnte ich eigentlich mal machen jetzt. Ups. Ja, das gibt einen Freistoß. Und gerade haben wir Zeit. Augsburg? Ah ne, es war Ingolstadt. Gerade haben wir Zeit, auf die nächste Partie zu gucken. Augsburg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ja, im jetzigen Zustand hat da die Eintracht wohl ein leichtes Spiel. Wir kommen noch, guck. Und ich glaube, der. Hast du gesehen? Der Freistoß ist ja auch symptomatisch. Du siehst doch hier. Der geht nochmal in den Pfosten. Der Freistoß kommt auf die Wiederholung. Der Freistoß ist auch symptomatisch für diese. Oh, für diese. Partie von mir. Ja, Situation, in der Augsburg aktuell steckt. Die können sich da nicht befreien und da kommt gar nichts bei rum. Und jetzt ist Rudnefs unterwegs. Ja, was? Oh, jeder schießt aufs Tor außer Rudnefs. Ja, der hat ja schon. Ja. Ich wollte aber nicht direkt schießen, weil der eh schlecht geworden wäre. Und den hätte mal echt. Na, Lehmann. Ja gut, Lehmann ist der defensive Typ von den ganzen Mittelfeldspielern. Ich kann trotzdem Tor schießen. Ja, aber der ist der Einzige, der wirklich eine klare Ausrichtung ins Defensive hat. Hut! Oh, da war er schon.
Ihr wisst ja nicht, wen ich meine. Der nie trifft. Was ist hier für eine Lücke? Jonas Hector, oh, was ein Schicker Schuss. Was war da für eine Lücke wieder? Ja, das war, glaube ich, das, wo Dominic Kohr eigentlich spielen sollte. Nee, das war Innenverteidiger. Guck mal, alle Innenverteidiger von links. Ha, der hat gerade Gruppenpläuschen gemacht. Ja, echt Kaffeekränzchen. Ja. Ja, oh ja, ich merke schon, deine Defensive ist total unsortiert. Und ich habe nichts umgestellt. Von der Taktik her. Das freut mich natürlich dann jetzt. Okay, den hatte ich jetzt. Ich dachte schon, den hätte ich jetzt wenigstens mal sicher. Nee, weil der war echt deutlich zu nah eigentlich an den. Oh, jetzt überfallartig. Kommen sie jetzt hier vorbei. Und Sven ist noch fit. Ja, den haben sie auch erst reingetan. Und da wird er flach gelegt von Horn. Konstantin Rausch. Foul? Nee. Nee, überhaupt nicht, ne? Nur ein Angriff gestoppt. Jonas Hector. Ich schwöre, ich baller den nochmal jetzt hier. Ah, kriegt er Angst, ne? Nee, ich wollte nur ein bisschen warten, bis wir in der Strafraum sind. Für Hake ist wohl kaputt. Also Platz zu nicht. Ja, das ist ja immer. Ja, der ist aber auch schon ein bisschen älter. Deswegen habe ich auch S-Bahn da hingesetzt. Damit er halt auch defensiv macht. Und das Tempo hat. Alter! Danke! Was denn? Ja, S-Bahn. Das wird jetzt. Kann ich mehr wechseln. Läuft. Ja, der wird sich schon wieder erholen. Und up. Ah, schade. Und wir sehen jetzt hier gerade nochmal drei Wechsel. Oh, endlich geht er. Auf Seiten von Köln. Modeste holt sich seinen. Holt sich seinen verdienten Applaus ab und dafür kommen jetzt hier auch drei neue Kräfte. Also ich habe noch Jonas Hector rausgetan und. Bittencourt, Leonardo Bittencourt. Genau, und dafür habe ich verschiedene Leute reingetan. Zoller, auf jeden Fall. Und. Ja, Rundner ist doch echt ein Torschießen oder was? Elfmeter! Na, okay. Ja, du kannst es nicht wegen dem Scheiße in Elfmeter bekommen, wenn ich das mal so sagen darf. Osako habe ich noch. Ich muss gerade noch aufzählen. Osako habe ich gerade noch. Eingewechselt. Das ist eure und Jožić, genau. Eure Zweikampfstärke Augsburg, die ist ja echt bombastisch hier. Oh, mit dem ganzen, mit deiner allerletzten Willenskraft. Natürlich geht das nicht durch. Das ist der frische Osako. Oh. Echt jetzt hier. Oh, das war nicht gut. Oh. Oh, verdammt. Wieso kann er denn das Eck nicht verkürzen, sodass du den nicht reinmachen kannst, sag mal? Ich habe ihn einfach genial vorbeigelegt. Das ist. Ach, ja, okay. Ja, ich habe getroffen in Unterzahl. Gegen Köln. Den hätte er schon haben können. Ne? Den hätte er absolut haben können. Ich glaube, Sagdana ist nochmal kurz rausgekommen, weil ich dachte, ich verkürze noch ein bisschen mehr. Ja, dann macht er nichts. Und dann hat er es. Ja, war schlechtes Timing. Nein. Aber es war immer, wenn wir den einwechseln, kommt ein Tor von dem, ne? Irgendwie. Ist das so? Ja. Da wurde anscheinend in dieser Saison noch nicht allzu häufig eingewechselt. Ja. So, Modest ist draußen, das ist gut, dann kann ich jetzt hier 2-2 machen. Auch mit S-Wan und somit. Und vielleicht auch noch ein Hattrick. Wäre ja was. Ich glaube nicht. Abwarten. Ist alles möglich. Kannst du dich an das Spiel Mainz gegen Freiburg mit deiner Rostung gespielt haben? Letzte Woche. Nee, wo beide Mannschaften am Ende noch wollten. Ach so, ja. Ja, da war auch alles möglich. Ja. Nur weil ich mit Petersen hier noch den Ausgleich gemacht hatte. Oh! Puh, da hat mich ganz kurz, hat mein Herz gestockt. Ganz kurz. Ich weiß auch nicht, warum du jetzt gerade hier so gut ins Spiel kommst. Liegt das echt daran, dass ich Modest ausgewechselt habe? Ja. Und ich hab mal Hector rausgezogen. Und Bittencourt. Ja, okay. Vielleicht. Ja, ich dachte, du hast ein bisschen übertrieben, vielleicht. Ich dachte, frische Kräfte braucht das Land. Oh Mann, der war. Ich habe noch 10 Minuten, ich bin dran. Bis du jetzt das 3-1 machst. Das ist immer so. Immer wenn ich sage, ja, ich bin dran, kommt das Gegenteil. Oh! Da war Rudner schon. Stimmt, auch noch Rudner. Ey, du hast 2 oder 3 Leute mehr, oder? Das ging keiner raus bei den Auswechslungen bei dir, oder?
Ich habe sogar tatsächlich gar keinen mehr. Ah, doch, einen mehr, sorry. Ich habe so mir verdrängt gehabt. Gar keinen mehr. Krass, ich habe einfach ja, sogar noch Überzahl, ne? Das merkt man gar nicht. Du hast Überzahl, ja. Das kann ich öfters verschwinden lassen, diese Eigenschaft. Weil ich habe einfach die Übung. Ja, offensichtlicherweise. Okay, ja, ich muss mich jetzt auch nochmal konzentrieren, dass Popeli ja nicht noch ein Tor macht. Gut. Nein, der letzte Pass! Olkowski. Verdammte Scheiße, Mann, echt, ey. Risse. Ich sag mal so. Das gibt's nicht. Gut gehalten von dir. Risse, das macht kein Tor. Nein, das war Zoller. Zoller hat dann jetzt. Ja, das am Schluss, aber Rudnitz hat davor so. Gegen Hitz versagt. Das kann sein. Das war natürlich relativ unnötig. Also den hätte er auch mal machen können. Kajubi, du stehst da auch nur, weil es da hinten warm ist, oder? Wegen der Bandbeleuchtung. Alter. So, jetzt muss ich mich konzentrieren und dann in der Nachspielzeit gehen. Ich habe noch 2 Minuten oder so. Da geht noch was. Ah, der Pfostenschuss, der interessiert dich auch gar nicht, ne? Der Pfostenschuss. Alter, Bayer ist so, der fällt gleich um. Und Rausch ist immer noch am Start. Okay. Nee, der ist zu weit. Scheiße! Tju. Es wäre geil gewesen, nur wie Freitag gewesen. Ja, das stimmt. Das war auch ein schöner Pass eigentlich. Schön gedacht. Oh, ich stand noch da. Ey, ich schaff's nicht. Das darf nicht sein. So, ich war so nah dran. Ja, bis auf den Pfostenschuss am Schluss nochmal von mir, ne? Also, ja, aber gut. Es war über lange Strecken war Köln das dominantere Team, ja. Glaube ich, und deswegen hat jetzt diese kurze Druckphase von dir nicht gereicht. Aber in diesem Spiel habe ich gemerkt, dass ich in Unterzahl bin. So richtig. Erstens, alle Spiele platt, alle gut. Ja. Gut, mit Bayer, der Bayer ist immer platt. Bayer nee, ist nee, immer, auf die anderen, schon immer platt. Auf die anderen. Ja gut, aber ich weiß nicht, was von Bayer auf jeden Fall. Und die hinten waren so viele Lücken, obwohl ich keinen Innenverteidiger gefehlt habe. Ja. Dominik Rohr ist halt Hardcore. Ja. Der also ich das, nach hinten. Ja, genau. Falls euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Wir würden uns tierisch darüber freuen, denn es war wieder so ein Belag, den wir beide nicht mögen. Und solche Spiele müssen gemacht werden, ne? Ja, das ist natürlich. Das ist einfach Motivation, wenn ihr ein Däumchen hochsetzt. Däumchen hoch. Uga, Uga, da freuen wir uns tierisch. Genau. Und noch den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sagen wir einfach mal ciao, bis zum nächsten Video. Ciao.